Hallo nochmal, zurück auf der ProLight & Sound D&B Stand. Mein Name ist Wolfgang Schulz, Product Manager. Über was reden wir jetzt? Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen das Thema Integration genauer an. Worum geht es bei Integration? Grundsätzlich um Installationssegmente und dabei lassen wir jetzt mal den visuellen Aspekt, also die optische Einbindung eines Systems, ein bisschen außen vor und reden mehr über die technische Integration. Technische Integration heißt in dem Fall die Einbindung eines bestehenden Systems, detaillierten Einstellungen, die man über die D&B-Software machen kann, in eine darüberliegende, mehr generelle Steuerplattform. Diese Steuerplattform kann sein eine Mediensteuerung, die kann aber auch sein zum Beispiel ein Processing-Backbone von unterschiedlichen Herstellern. Und damit das funktioniert, bringe ich euch einfach mal ein ganz kleines Beispiel, dass das verdeutlicht. Also stellt euch mal einen Konferenzsaal vor, der kann einmal ein ganz großer Raum sein, dann hat man dann ein paar verschiedene Lautsprecherlinien, die mit dem Verstärker verbunden sind. Jetzt machen wir aus diesem großen Raum gerne mal zwei kleine. Wenn wir zwei kleine Räume daraus machen, dann ist die Input, das Handling von den Input-Signalen natürlich ein anderes. Du brauchst ein anderes Sequencing, andere Levels, andere Delays. Ja? Und vor allen Dingen willst du ja in dem Fall den Raum über die unterschiedlichen Szenarien idealerweise ohne großen Aufwand schalten können. Das bedeutet am besten per Knopfdruck. Das wollen wir mit unseren Systemen so nicht abbilden, weil dann müsste der Anwender, und das ist in dem Moment vielleicht nicht der Audio-Experte, sehr viel über unsere Systematik wissen. Der bessere Weg ist, die Details für die akustische Performance optimal in unserem System abzubilden und als jeweiliges Szenario abzuspeichern. Und dieses Szenario, das kann man dann in dem Moment wieder bei unseren Verstärkern abrufen. Und dieses Abrufen funktioniert in der Regel dann über eine Mediensteuerung. War mal ein konkretes kleines Beispiel. Damit das funktioniert, brauchen wir im Grunde genommen aber auch den Zugang zu unserem Verstärker von außen, also von der Mediensteuerung. Da geht es dann in dem Moment um Kommunikation, also um Sprache und den Weg, wie diese Sprache kommuniziert wird. Ist immer gut, wenn man dann so einen Ethernet-Port an einem Gerät hat, denn dann können wir Daten austauschen. Das heißt, wir reden über Netzwerktechnologie und ein Protokoll. Und das Protokoll repräsentiert die gemeinsame Sprache, mit der sich Geräte unterschiedlicher Hersteller dann unterhalten können. Das machen wir über AES-70. AES-70 ist ein offenes Protokoll, ein Standard, der 2016 von der AES auch ratifiziert wurde und von mehreren größeren Herstellern hier aus der Branche, von Bosch über Harman oder Focusrite oder D&B, auch als einer der Gründer, mitentwickelt und weitergetrieben wird. Was heißt das jetzt alles konkret? Ganz einfach. Wir haben hier jetzt mal zwei Verstärker von D&B und drumherum Geräte, die aber eigentlich nicht von uns sind. Da steht jetzt zum Beispiel QSC, ja, hier unten steht Luminex, hier oben ist ein Schalter oder ist eine Schalteinheit mit mehreren Drückern. Hier nebendran ist ein Touchpanel, auch von einer anderen Firma, nämlich in dem Fall von Beckhoff. Was passiert? Ganz einfach, wir bauen eine Brücke in Form eines Plugins und mit diesem Plugin können diese Geräte auf einer anderen Plattform miteinander sprechen. Das heißt, wir reden von einer QSC-QSIS-Plattform in dem Fall, für die wir ein Plugin entwickelt haben. Und dieses Plugin kann man in eine QSIS-Designer-Oberfläche reinziehen und in dem Moment dann die Grundfunktionalität unserer Verstärker ganz einfach bedienen. Da geht es um Bedienung, es geht aber auch um Monitoring. Grundfunktion heißt in dem Fall Power On, Power Off, Mute oder auch sehr wichtig, das Umschalten von kompletten Presets mit Einstellungen für ein bestimmtes Szenario und natürlich auch viele Statuseinstellungen, damit man sieht, zum Beispiel von Temperatur über irgendwelche Fehlermeldungen. Und das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, wenn man sich in Installationen beschäftigt, wo Evakuierung eine ganz große Rolle spielt, damit die Leute in einem Gesamtsystem sehen, wo jetzt zum Beispiel die Audio, also die Beschallungsanlage im Status steht, denn die wird ja immer mehr in die Evakuierung mit eingebunden. So viel mal grundsätzlich zu dem Thema. Es ist ein bisschen komplex, gebe ich gerne zu. Wer sich da weiter informieren will, einfach mal auf die Webseite gehen. Unter Systemintegration findet ihr eine Reihe von Beispielen und Lösungen, die wir bereits erarbeitet haben. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch jederzeit gerne hier vorbeikommen und Fragen dazu an die Kollegen oder an mich selber stellen. Okay, schauen wir mal, was es noch so gibt.